in meiner linken Hand, da habe ich einen Kirschgeist und in meinem rechten Arm, da habe ich eine etwas finstere Gestalt, den Tod höchstpersönlich, in Bayern auch besser bekannt als der Borndelgramer. Und Sie können sich jetzt wahrscheinlich schon denken, um welchen neuesten Filmhit sich jetzt gleich alles bei uns dreht. Mit Kirschgeist füllt der Brandner Kasper den Tod ab. Bei der Vorpremiere im Regina übernahm das der Borndelgramer gleich selbst. Die Gäste ließen sich nicht lange bitten. Klar, geht's doch um zusätzliche Lebensjahre. Doch diesmal hatte auch der Tod vorgesorgt. Und du hast jetzt mit jedem Gast hier natürlich einen Stammball trinken müssen. Wie viele waren's heute? Kennt sich der Tod noch aus? Der Tod kennt sich selbstverständlich immer aus. Der wird, glaube ich, nur beim Kartenspielen beschissen. Und ab und zu waren einige Wasser auch dabei. Ich muss zugeben, auch der Tod ist nicht allerweil ehrlich. Aber die Gäste waren es. Bei der Frage, mit welchem Wettbewerb sie den Tod herausfordern könnten. In irgendeinem sportlichen Wettkampf, denke ich. Also nicht beim Trinken. Aber wobei, kann ich auch mithalten. Bei welchem Wettbewerb wärst du vielleicht ganz gut? Ja, sag mal so, eher beim Schnapstrinken als beim Kartenspielen wahrscheinlich. Motorradfahren vielleicht. Dann konnte die Premiere ja starten. Der Saal gut gefüllt und auf der Bühne das passende Ständchen. Da hörte auch der Borndelgramer genau hin. Und dann hieß es, Vorhang auf für den Brandner Kasper. Grüß Gott. Grüß dich Gott, Nannerl. Ich brauche noch ein paar Heilkräuter. Na komm her, Nannerl. Großvater ist immer noch krank. Währenddessen kam draußen Regisseur Josef Vilsmaier höchstpersönlich an. Er hatte es sich nicht nehmen lassen, selbst vorbeizuschauen. Und er hat auch das letzte Wort. Worin würde er sich mit dem Tod messen? Früher habe ich Schnaps, ich hab wahnsinnig gern Schnaps getrunken und ich habe mich oft in Bayern und Tirol oder im Vorarlberg bewegt. Da muss man ja täglich 5-6 Schnaps trinken, überall wo man hinkommt. Das habe ich ein bisschen gelassen, muss ich sagen, weil jetzt... Ich möchte nicht den ganzen Tag mit einem Brummschädel rumlaufen, also das ist wieder was anderes. Aber ich habe sehr gern Karten gespielt auch. Und dann würde das jetzt auf den Brandner, würde auch auf mich passen. Der Brandner Kasper schlägt dem Tod also mit Hilfe von Kirschwasser und Kartenspielen ein Schnippchen. Und manch anderer würde da vielleicht eher einen edlen Tropfen bevorzugen. Und den gab es zu Genüge bei der Salutaris-Probe 2008. Das Ambiente, Kerzenschein und Musik im historischen Weinkeller unter dem Rathaus. Die Idee zum Wein aus Regensburg für Regensburg hatte vor 18 Jahren Ernst Stösser, Chef des Gartenbauamts. Wir hatten bereits an der Hauswand damals geübt für die Gartenkurse, die wir anbieten. Da bieten wir auch das Thema Wein an, Schnittkurse und dergleichen. Und so dass wir gesagt haben, wir müssen ein bisschen mehr machen, damit es sich auch lohnt, die Fässer schmutzig zu machen, als wir nur nachher 20 Liter Wein rauskommen. Und jetzt sind wir doch stattlich beieinander und haben doch im Jahr so 5000 Flaschen Wein. Alles, was Rang und Namen hat, muss den Salutaris Wein natürlich verkosten. Und vor allem eins, Fachsimpeln über den Jahrgang 2007. Ja, und wie schmeckt er denn jetzt eigentlich? Der ist noch ein bisschen neu. Der muss erst noch ein bisschen reifen, er ist ja gerade erst 14 Tage abgefüllt. Er ist vielversprechend, das Jahr war klimatisch richtig. Na dann, Salutaris, Salute. Vor kurzem, da hatten wir ja einen echten Kaiser, den Franz Beckenbauer im Blitzlicht. Und jetzt geht's gleich royal bei uns weiter. Diesmal gibt's einen waschechten König für Sie. Ich bin der König von Mallorca, das bin ich aber nur... Wenn ich auf der Bühne Party feiere und dann macht es mir einen höllischen Spaß, einfach nur mal für eine Stunde lang bekloppt zu sein. Ja, genau, den König meinten wir. Der selbsternannte Mallorca-König war letzte Woche in Cham, als Botschafter für die Hartweizennudel E-Blieb. Die Fans drängelten sich um Onkel Jürgen und der schwärmte in höchsten Tönen von seiner Frau Ramona. Wir haben noch nie in unserer Beziehung es geschafft, in Anführungsstrichen, das ist nichts Positives, dass wir mal länger als 2 Tage getrennt waren. Dass man halt weiß, der Junge lebt in wirklich einer harmonischen Ehe. Das tue ich, sonst würde ich alleine auf der freien Wildbahn sein, hundertprozentig. Bei solch positiven Aussichten würde der ein oder andere Fan sich darüber aber vielleicht schon freuen. Und weil es so schön war. Wieder alle!
besser im Griff. Wow! Wünsche ich auch den Hörern alles, alles Liebe an euch. Bleibt gesund. Vielleicht sieht man sich mal irgendwo. Bis dann. Tschüss. Also ich weiß ja nicht, wie es Ihnen geht. Ich bin jetzt auf jeden Fall neugierig geworden auf den Brandner Kasper. Mach's mir mal bequem. Ihnen wünsche ich noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal.